herzlich willkommen zum Webinar heute Abend, liebe Zuschauer zu Hause. Und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben Jella Krämer hier im Studio. Auch dir herzlich willkommen, Autorin des Buches Das G-Punkt-Handbuch für Sexgötter. Ihr seht es auch eingeblendet. Ich bin Anja Schmidt vom Arcana Verlag. So, und jetzt fangen wir gleich noch mit etwas Praktischem an. Ihr wisst, dass ihr Fragen stellen könnt und wir freuen uns auch wahnsinnig, wenn ihr uns viele Fragen schreibt. Das könnt ihr in dem Chatfenster hier unter dem Live-Video streamen. Wir wollen uns möglichst viel Zeit nehmen, die dann auch zu beantworten. Und noch was Praktisches, wir werden ganz oft gefragt, ob man das Webinar noch später noch anschauen kann. Ja, das kann man. Das wird relativ bald heute Abend nach Abschluss der Sendung online abzurufen sein auf YouTube und auf unserer Lit-Lounge. Könnt ihr gerne auch noch weiter sagen. Ja, liebe Jella, schön, dass du hier bist. Ja, schön, dass ich hier sein kann und ich freue mich, dass du das Interview machst, Anja. Ich habe mich auch schon seit Wochen gefreut, dass wir heute Abend über dieses aufregende Thema sprechen. Und ich würde erst gern ein bisschen über dich reden und über deinen, wie ich finde, ziemlich spannenden Lebenslauf. Ja, sehr gerne. Du hast ziemlich früh, glaube ich, angefangen, dich mit Sex zu befassen und das, glaube ich, in alle möglichen denkbaren Richtungen. Wahnsinnig viel ausprobiert, aber eben nicht nur selber ausprobiert, sondern auch viel geforscht. Mhm. Also so viel, dass du heute sogar auf Ärztekongressen Vorträge hältst. Mhm. Also du weißt total viel über Anatomie, über Kommunikation zwischen Paaren. Aber erstmal möchte ich wissen, was für dich der Zündfunke war, mit diesem Thema so intensiv dich zu beschäftigen. Mhm. Also wie immer, Sex ist ja auch ein höchst persönliches Thema und im Grunde genommen war es, glaube ich, diese Sehnsucht bei mir, da geht noch was. Also ich habe, bevor ich mich angefangen habe, so intensiv mit Sex zu beschäftigen, habe ich mich schon mit persönlicher Entwicklung beschäftigt und größtenteils das einfach aus diesem so, ich will noch mehr vom Leben und diese Sehnsucht, das muss irgendwie schöner sein können, als es jetzt ist. Ich war, glaube ich, einfach ein relativ unglückliches Kind und eine Jugendliche, die irgendwie das Gefühl hatte, so kann das nicht alles gewesen sein. Und Sexualität ist lange nebenher gelaufen. Also es war lange so was, so, ah ja, das hat man auch, als ich meine Paarbeziehung angefangen habe, wo ich gemeint habe, das macht mir Spaß, aber es hat nicht so definitiv meine Aufmerksamkeit bekommen. Das ist an sich durch ein ziemliches Schlüsselerlebnis so auf einmal dann wirklich so prominent geworden, als ich nämlich meine erste Tantra-Massage bekommen habe. Mhm. Und das war wirklich so eine Tür in eine neue Welt, wo ich gemerkt habe, ah, das war das, was ich vorher so geahnt habe, was ich aber nicht benennen konnte und was ich auch, also ich hätte es ohne diese Erfahrung eben gar nicht ahnen können, wonach ich suche, sondern ich hatte nur das Gefühl, da gibt es was. Und ich habe mich danach sofort auf den Weg gemacht und dann eben auch gezielt in Richtung Sexualität geforscht. Aber auch immer gemerkt, so, ich betrachte Sex oft als sowas wie Essen. Dass es also die Vielfalt auch macht, die das Essen letztendlich immer wieder spannend macht. Und dass ich irgendwie gemerkt habe, nee, es gibt für mich jedenfalls nicht die eine richtige Art, Sexualität zu leben, sondern es gibt ganz verschiedene. Und nachdem diese Tür so aufgegangen war, war das wirklich wie so eine Neugier, die sich da entfalten durfte. Und natürlich auch teilweise in guter Begleitung. Also, dass ich einfach gemerkt habe, ah ja, da gibt es ja Lehrer, da gibt es ja Menschen, mit denen man zusammenforschen kann, Menschen, von denen man lernen kann. Und so ist es dann entstanden. Und ja, das hat dann irgendwie auch die nächsten 20 Jahre immer wieder bunte Funken gegeben. Also diese Tantra-Massage war professionell und von einer Frau, glaube ich, oder? Nee, das war zwar eine Frau, die auch professionell als Tantra-Masseurin gearbeitet hat, aber sie hat die mir im privaten Kontext, sondern auf einem Sommercamp einfach geschenkt. Mhm. Oder ich wäre nicht auf die Idee gekommen, danach zu fragen. Ich wusste noch gar nicht, dass es sowas gibt. Okay. Und sie hat sie mir einfach geschenkt. Und es war also auch ein Mutschritt, dass ich einfach Ja gesagt habe. Eine wildfremde Frau, die mir zwar sympathisch war, aber von der ich nichts wusste, von der Tantra-Massage wusste ich nichts. Und es gab aber so eine innere Stimme, die mir gesagt hat, mach das, trau dich. Okay, also es kam praktisch durch Zufall. Ja, wie Dinge einem zufallen. So, ja, ne? Cool. Nein, ich habe mir vorgestellt, dass du wild auf der Suche warst. Aber es war eher so an dem Zeitpunkt geschenkt. Ja, es war echt ein Geschenk. Cool. Und du hast dann ziemlich, also ich weiß glaube ich nicht alles über deinen Lebenslauf, aber ein paar richtig aufregende Sachen weiß ich. Ja. Nämlich, dass du dann irgendwann ein Tantra-Massage-Institut eröffnet hast. Genau. Ich habe halt gleich, nachdem ich die Massage bekommen habe, auch gemerkt, das will ich selbst lernen, das will ich können. Und habe zuerst in einer Fremdenpraxis auch professionell gearbeitet, habe also ganz schnell eine Ausbildung gemacht und habe dann aber beruflich einfach nochmal so einen Vollzeitjob in einem anderen Land gehabt, dass ich das dann irgendwann wieder auf Eis gelegt habe.
Und als dieses Berufliche dann so sein Ende gefunden hat, ich habe damals im IT-Bereich gearbeitet, das ist ganz anderes. Und irgendwann war das ausgelebt. Und dann gab es so dieses, ah ja, was mache ich denn jetzt wieder? Und die Frage nach dem Sinn und nach etwas, was mich wirklich tief beschäftigt. Und so bin ich dann zur eigenen Tantra-Massagepraxis gekommen. Wo du aber, hast du da Männer und Frauen massiert? Ja, und ich habe auch ein Team von Männern und Frauen gehabt. Also überwiegend Frauen, aber auch immer ein paar Männer im Team. Und das war an sich das größte Geschenk, würde ich fast sagen. Also dieses Umgebensein mit einem Team von Frauen und Männern, die neugierig sind im Sexuellen. Und die saßen bei mir dann immer am Küchentisch. Also ich habe das Küchentisch genannt, das war halt dann irgendwie die Praxis, die wie so ein Lebensmittelpunkt auch war. Und ich denke immer, also hätte man unsere Gespräche belauscht, also das hätte auch ein Buch sein können. Sag mal, und sind da nicht auch komische Sachen passiert oder manchmal komische Leute gekommen? Also ich stelle mir das für manchmal auch mutig. Yeah. Du bist ja sicher mit konfrontiert, auch mit Dingen, auf die du vielleicht nicht so scharf bist, schätze ich, in so einer Praxis. Oder war das gar nicht so? Nicht viel. Also es kommt vor, aber das Spannende dabei ist im Grunde genommen, jede Herausforderung so fast wie mit Liebe zu umschlingen. Also die Kunden, die von anderen Menschen vielleicht als schwierige Menschen empfunden werden, wenn man die voll annimmt und bereit ist, denen was zu schenken, dann sind es oft ganz schöne Massagen gewesen, so, wo klar war, okay, gerade Menschen, die hässlich sind, die auch irgendwie oft sich sehr hässlich fühlen, ganz stark übergewichtige Frauen zum Beispiel, die so ein Selbstwertgefühl so gegen Null haben, wenn die merken, dass sie mit Liebe und mit Hingabe berührt werden, dann schmelzen die. Also, und das ist ein Geschenk. Und natürlich gibt es Präferenzen, was Schönheit angeht, und die treten dann aber total in den Hintergrund. Also wenn man merkt, ich habe immer gedacht, solche Menschen sind schön, aber jemand, der dann gar nicht diesem Ideal entspricht, aber so schmilzt und mit so einer Offenheit und auch dann irgendwie mit so einem Glück da ist, das ist, also da schmeißt man ganz schnell seine Schönheitsideale über Bord. Und ich fand eher Menschen schwierig, die mit einer Anspruchshaltung gekommen sind. Also jetzt nur mach's mir mal gut so. Also platt gesagt. Und das ist das, wo ich merke, ah ja, das ist diese typische Haltung in Verbindung mit Sexualität, so eine Erwartung. Da muss jetzt irgendwas geschehen und dann auch noch vielleicht höher, schneller, weiter. Also es soll irgendwas sein, was alles bisherige in Schatten stellt. Und das fand ich eher so ein Anspruch, der ist schwer zu erfüllen oder gar nicht zu erfüllen, weil das auch eben oft mit einer quasi inneren Erwartung einer Enttäuschung einhergeht. So. Und gleichzeitig habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass das ist, was ich in den Tantra-Massagen sehe. Dass es da irgendwie um noch intensiver, noch schneller, noch weiter geht, sondern eher das Gegenteil. Oft auch eine Verlangsamung und auf alle Fälle mehr dieses Fühlen, als dieses irgendwelchen Leistungssport da zu machen und Rekorde zu brechen. Und ich fand, das war in den meisten Massagen war das andere sehr präsent. Also dieses Herzöffnende, wo es auch ein Glück ist, so jemanden so berühren zu dürfen. Ja, das klingt richtig schön. Es klingt auch, als geht dann, dass es eigentlich immer um was Tieferes zumindest auch ging als immer. Sex. Ne? Also es klingt auch nach ganz viel Menschenliebe, die da im Spiel war. Ja, und ich glaube, das ist auch das Geschenk, also wenn du als Masseurin so lieben darfst. Weil das ist nicht selbstverständlich, dass Menschen sich lieben lassen. Und dieses Passive, wo die meisten Leute sich dann öffnen, und es ist ja auch eine kommerzielle Dienstleistung, das heißt, es gibt einen Geldaustausch, wo dann auch Menschen empfangen können. Wenn sie sagen, ich habe was bezahlt, jetzt darf ich auch nehmen. Mhm. Und dann gibt es halt dieses wirkliche Nehmen und ich darf aber auch voll da sein mit dem, was ich schenken kann und bin aber dabei auch in einer sehr guten Position. Das heißt, ich werde bezahlt und wir haben das auch immer so gestaltet, dass wir einen sicheren Rahmen hatten. Das heißt, es gibt ein Team, wo ich meine Erfahrungen, meine Wahrnehmung reflektieren kann. Ich habe klare Zeiten, auf die ich mich einlasse und wo ich dann nachher aber auch wieder am Ende dieser Massage mit so einem Ritual Abschied nehme von diesen Menschen. Weil die Nähe, die da entsteht, ist teilweise intimer als in Paarbeziehungen für viele gewesen, die zu uns gekommen sind. Die gesagt haben, so wollte ich das eigentlich immer erleben, aber zu Hause habe ich es lange nicht mehr erlebt oder früher vielleicht mal, aber jetzt kriege ich es nicht mehr hin und kenne den Weg nicht mehr. Mhm. Oh, das klingt toll. Das ja, also über Tantra-Massagen kann ich auch lange schwärmen. Also es klingt vor allem völlig anders, als glaube ich die meisten sich das vorstellen. Ja. Also davon abgesehen, dass glaube ich sowieso Tantra oft so ein sagenumwobener Begriff ist, aber wow. Ja. Und es hat mir halt natürlich auch das Geschenk gegeben, dass ich ganz viel verschiedene Menschen sexuell erleben durfte. Also gemerkt habe, wie funktionieren die. Daher natürlich auch ein ganz Teil meines Wissens über den G-Punkt,
dass ich einfach Menschen wirklich berühren durfte und erlebt habe, was tut denen dann gut und was funktioniert und was nicht und was ist ein Klischee oder womit sind die Menschen vielleicht auch selbst im Kopf beschäftigt, bevor sie sich auf so eine Massage einlassen können. Mhm. Hm. Und trotzdem hast du dann damit irgendwann aufgehört und hast die Love Base gegründet. Ja, das war wie so eine Weiterentwicklung. Also ich habe gemerkt, dass ich habe die 7 Jahre lang gemacht und gegen Ende der Zeit habe ich gemerkt, dass ich am meisten Spaß hatte an den Menschen, die sich selbst weiterentwickeln oder an den Paaren, die zu uns gekommen sind für Coaching, wie sie das in ihre Beziehung integrieren können. Und da wurde der Anteil, wo ich angefangen habe zu unterrichten, immer größer, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, das mache ich jetzt als Hauptberuf. Und meine Praxis ist in total wunderbare Hände weitergegangen. Also, dass ich auch wusste, die Arbeit gibt es so weiter. Das ist eine ehemalige Kollegin von mir, die hat die inzwischen umbenannt. Aber die Praxis gibt es noch und die Kollegin und ein Teil des Teams ist auch noch da. Und das war wichtig für mich, dass ich das Gefühl habe, ich muss nicht eins aufgeben, sondern ich widme mich anderen Dingen und kann auch meine eigene Entwicklung weitermachen. Also ich gemerkt habe, was du sagst, ne? Ich habe ganz lange geforscht und irgendwann musste das auch wieder raus. Ich habe das Gefühl gehabt, ich packe in mich rein und lerne ganz viel und habe das dann irgendwann und habe nach Wegen gesucht, wie ich das wieder abgeben kann, also wie ich andere damit beschenken kann. Okay, und mittlerweile hast du dich nochmal verändert. Die Lovebase gibt es noch als Internetplattform, aber nicht mehr als Schule. Ja. Ich habe mich bei der Lovebase einfach überfordert, was die Organisation anging. Also Workshops zu organisieren auf regelmäßiger Basis und Vorträge und all das, das ist ein großes Stück Arbeit. Und das ist eben zusätzlich zu der inhaltlichen Arbeit, also der Gestaltung und dieses Konzeptionieren, wie lässt sich das Wissen gut vermitteln, braucht es halt immer den ganzen anderen Teil auch. Und da habe ich gemerkt, so das also hat nicht funktioniert schlicht und ergreifend. Und das war auch, glaube ich, ein ganz guter Schritt, also weil ich dadurch ja überhaupt erst den Fokus auf Schreiben gesetzt habe, dass ich gemerkt habe, das kann ich so. Da brauche ich halt auch keine Wohnung für, da muss ich keine Termine organisieren. Und, und jetzt bin ich ja nicht ganz glücklich, dass es so gekommen ist. Boah, jetzt bist du bei uns. Genau. Ja. Okay, aber die Lovebase, wie gesagt, gibt es immer noch. Da sind Videos drauf, du verkaufst Dinge. Genau. Und da kann man auch mal reinschauen. Genau, komm. Die URL gibt es sicher. Ja. Genau. Ja gut, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema des Abends, zum G-Punkt. Yeah. Natürlich muss man da die Urfrage zum G-Punkt stellen, die jetzt eigentlich ein bisschen albern klingt, wenn wir das noch auf dem Tisch haben, aber gibt es den überhaupt? Das ist die wichtigste Frage, um anzufangen. Also auch wenn ich ein ganzes Buch darüber geschrieben habe, ist klar, das ist die erste Frage, die auch immer wieder gestellt wird. Und es gibt den, das ist die gute Nachricht. Wir kriegen dazu auch gleich eine Zeichnung eingeblendet, wo das noch einmal zu sehen ist in der Anatomie, weil das tatsächlich, also es ist kein, der Name G-Punkt ist ein bisschen irreführend. Das Problem ist, dass es kein einzelner Punkt, sondern dass es eine Zone ist und eine Gewebeart, die die Harnröhre umgibt. Und das ist dann nochmal wichtig, einfach zu sehen. Genau, da sieht man das auch auf der Zeichnung, dass es eben nicht darum geht, einen klitzekleinen Fleck zu finden, sondern dass es wirklich eine größere Stelle ist, die man innerhalb der Vagina an der oberen Kante findet. Auf der Zeichnung sieht man das ganz gut, finde ich, die eben die Harnröhre umgibt. Das heißt, es ist nicht nur an der inneren Seite der Vagina, sondern auch um die Harnröhre rum, da wo man sie halt dann nicht mehr sieht und auch nicht mehr fühlt. Also einmal in der komplett Regel. Rum. Genau. Okay. Und das ist ein schwammartiges Gewebe, was aus verschiedenen Drüsen besteht, also einer vielen Zahl. Und man hat es inzwischen halt auch medizinisch anerkannt. Und ich weiß nicht, warum es diese anderen Untersuchungen auch immer noch mal wieder gibt. Es taucht immer mal wieder eine auf. Die sagen, den gibt es gar nicht. Es gibt immer mal wieder auch in großen Zeitungen irgendwie eine Meldung, dass irgendein Wissenschaftler sich dafür wieder hergegeben hat. Ich bin da ein bisschen zynisch geworden, weil es mich wirklich erstaunt. Es gibt medizinisch ist es halt so, dass aus den Stammzellen, wenn ein Baby sich entwickelt als Embryo, gibt es die Anlagen der Stammzellen und je nachdem, ob das dann ein Mann oder eine Frau wird, entwickeln sich verschiedene Organe daraus und nur natürlich unterschiedliche, was die Geschlechtsorgane angeht. Und der G-Punkt ist das Äquivalent zur Prostata. Und es ist aber so, dass diese Stammzellen, die einmal da sind, es muss sich irgendein Organ daraus entwickeln. Und man hat halt auch bei der Frau keine anderen zur Auswahl, als halt wirklich diese Zellen, die die Harnröhre umgeben. Und warum das immer noch diskutiert wird, ist mir eigentlich unbegreiflich. Die haben aber bei der Frau auf den ersten Blick keine Funktion. Also so wie beim Mann. Genau. Aber also sie funktionieren halt ganz ähnlich wie beim Mann. Also dass sie eben auch Flüssigkeit bilden, wie beim Mann die Prostata bildet. Da kann man dann gleich irgendwie auch später nochmal zur weiblichen Ejakulation kommen. Ja.
Wir haben ja so vollmundig jetzt auch angekündigt, das ist das Tor zur weiblichen Lust. Sag doch dazu noch ein bisschen mehr. Es ist halt, ich würde sagen, es ist ein gutes Tor zur weiblichen Lust, auch wenn es nicht das einzige ist. Aber es ist ein Tor, weil es gerade, also der G-Punkt ist so empfänglich für Stimulierung und auch gerade, also er hat dieses ganze Spektrum von Lust, aber auch von Entspannung und dieser sinnlichen Hingabe. Und man kann da wirklich spielen mit dem. Und es gibt auch sogar noch diesen Aspekt von Heilung, weil ganz viele Frauen in ihrer Sexualität auch verletzt sind, schlechte Erfahrungen auf die eine oder andere Art und Weise gemacht haben. Und auch der Aspekt ist im G-Punkt wunderbar vertreten. Und man kann eben auch durch also wirklich liebevolles Massieren dabei an alte Verletzungen kommen und die damit wieder auflösen, indem man einfach da die Blockaden, die vielleicht auf körperlicher Ebene oder körperlicher und emotionaler Ebene sind, ganz liebevoll wahrnimmt und begleitet und guckt, was es braucht. Also dieses ganz dicht dabei bleiben bei der Erfahrung und von da aus dann irgendwie gucken, was entwickelt sich. Würde es heißen, dass dann eben so emotionale Erfahrungen ganz speziell an dieser Stelle oder in dieser Zone gespeichert werden? Ich glaube, sie werden überall in den Genitalien gespeichert und sie werden häufig auch da gespeichert, wo quasi die Erinnerung sitzt, also die körperliche Erfahrung gemacht wurde. Aber der G-Punkt liegt halt sehr zentral in der Vagina. Also dadurch hat er, glaube ich, seinen guten Anteil bekommen und ist aber auch gut zu erreichen. Stimmt. Also der Rest der Vagina ist teilweise nicht so spezifisch zu erreichen wie der G-Punkt. Okay, also du meinst, es gibt ihn. Ja, genau, das ist eine so lange Antwort. Das soll von ja sagen können. Genau. Genau, kommen wir gleich zu diesem nächsten Mythos, der da dranhängt. Mhm. Das Squirten, die weibliche Ejakulation. Genau. Das ist ja, glaube ich, das gleiche Thema. Manche behaupten, die gibt es gar nicht. Manche behaupten, es können nur, oder können nur ganz wenige. Ja. Das siehst du, glaube ich, auch an. Genau, sehe ich auch durchaus anders. Du hast das Buch ja auch schon gelesen. Also es ist halt so, was ich gerade gesagt habe, die Anatomie stellt halt mit dem G-Punkt oder der G-Zone, was man auch sagen könnte, diese Drüsen zur Verfügung, die Flüssigkeit bilden. Und es ist leider noch nicht hundertprozentig genau erforscht, wie diese Flüssigkeit genau gebildet wird. Man hat halt rausgefunden, wenn man Frauen untersucht hat, die ejakuliert haben und das Ejakulat aufgefangen hat. Was, ich meine, diese Untersuchungsgruppe zu finden, ist ja schon nicht so ganz einfach. Da hat man festgestellt, dass da ähnliche Chemikalien drin sind wie in der Flüssigkeit der Prostata und in ganz, ganz geringen Mengen eben auch die Chemikalien, die im Urin zu entdecken sind. Und das kann man sich dadurch erklären, dass bei der Ejakulation halt die Harnröhre benutzt wird. Und in der Harnröhre und in der Blase sind immer Reste auch von Urinen. Also auch wenn man das Gefühl hat, man hat die ganz entleert, sind einfach immer Reste da drin. Das erklärt diese Mischung. Ganz viele Frauen ejakulieren wahrscheinlich nach innen, ohne das zu wissen. Weil die Harnröhre ist halt, geht in beide Richtungen. Sie würde nach außen gehen, sie kann aber auch nach innen gehen. Und wir Frauen haben beim Sex eben gelernt, dieses Gefühl so, ich muss pinkeln, das unterdrückt man natürlich. Und das unterdrückt man, indem man die Beckenbodenmuskeln anspannt. Und dann ist der Zugang nach außen versperrt. Das üben wir ja auch ständig beim Pinkeln. Und dann macht irgendwie das, was der Urin halt auch macht, er geht dann nicht raus, sondern bleibt schon in der Blase. Und Ejakulat geht genauso nach innen. Und das kann man ganz einfach überprüfen, ich weiß hier, wie lange Antwort siehst du, indem man tatsächlich vor dem Sex und gerade wenn man auch den G-Punkt mit einbezieht, einmal auf die Toilette geht und guckt, dass man wirklich die Blase so weit wie möglich entleert. Und ganz viele Frauen spüren halt nach dem Sex sowieso den Bedarf, nochmal zur Toilette zu gehen und dann zu gucken. Ganz oft ist das, was wir für Urin halten, fast farblos und geruchlos. Und dann kann man davon ausgehen, dass es nicht Urin ist, sondern Ejakulat. Und es ist ja oft auch erstaunlich genug, welche Mengen das sind, die dann unmittelbar nach dem Sex plötzlich wieder die Blase füllen. Und man denkt, ach, vorher bin ich doch gerade auch aufs Klo gegangen und es war scheinbar alles leer. Es ist immer noch auch so, auch wieder da die lange Antwort, es ist wissenschaftlich nicht hundertprozentig erforscht, weil dafür einfach nicht so viel Aufwand getrieben wird wie für andere Teile der Anatomie. Und es ist ja auch keine Krankheit, es geht ja nur um Lust. Insofern ist natürlich immer auch die Frage, wer hat Interesse daran, das zu erforschen. Also wie du dich anhörst, dann passiert das wahrscheinlich viel, viel, viel öfter, als wir denken oder auch spüren selber. Ja. Mir fällt gerade ein, es kam mir jetzt vor der Sendung schon Fragen, da war nämlich eine zum Ejakulieren, die suche ich jetzt gerade mal. Ach genau, es waren mehrere Fragen. Die eine ist von Soluna.
Wo kommt bei der weiblichen Ejakulation so viel Flüssigkeit her? Das so viel ist auch ein guter Teil der Frage, weil es sehr unterschiedlich in den Mengen sein kann. Also manche Frauen sagen, es sind maximal ein paar Tropfen, die sie spüren, die aber eine andere Konsistenz haben als die Feuchtigkeit der Vagina sowieso. Und manche Frauen sagen, es kann ein halber Liter sein. Und ich weiß, Deborah Sandell, eine berühmte Kollegin von mir, die auch viel zum G-Punkt geforscht hat, die hält bei ihren Vorträgen immer so eine Literflasche hoch und sagt, so viel ejakulieren manche Frauen. Das habe ich jetzt persönlich live noch nicht erlebt, aber ich glaube sie einfach mal. Du bist ja auch nicht so oft bei anderen dabei. Naja, okay. Tantra-Masseurin ist vielleicht okay. Schon mal öfter. Aber trotzdem, also es gibt einfach ganz unterschiedliche Mengenangaben und auch da ist die Wissenschaft sich wieder nicht einig. Ein Liter halte ich auch für Höchstleistung von diesen Drüsen rund um die Harnröhre. Aber also 20, 30 Milliliter ist, glaube ich, kein Problem. Es kommt immer auch darauf an, wie gut die Frauen hydriert sind. Also wenn man gut getrunken hat und einfach der Flüssigkeitshaushalt im Körper reichlich was übrig hat, dann wird das natürlich auch verwendet. Wenn nicht, ejakuliert man nicht. Und dadurch, dass wir die meisten Menschen zu wenig trinken, ist die Menge dann doch eher auch dadurch eingeschränkt. Okay. Es gibt ja auf diesen tollen Pornoseiten auch immer diese Rubrik Squirting, wo dann irgendwie auch so, glaube ich, 3 Liter manchmal rauskommen, ist wahrscheinlich. Man kann das auch faken. Ja. Also das ist so. Vermute ich dann ja. Auch. Wahrscheinlich spritzt es auch nicht 3 Meter weit normalerweise. Es ist eine Frage der Beckenbodenmuskeln. Also auch das, dafür sind die gut. Okay. Und es ist auch eine Frage, also manche sagen, dass die Beckenbodenmuskeln halt auch Einfluss darauf haben, wenn die Frau sie entspannen kann bewusst, dass das Ejakulat überhaupt nach außen kommt. Und natürlich auch, wenn sie nicht nur entspannen kann, sondern auch aktiv nach außen drückt, dass es dann vielleicht auch noch mal 1 Meter weit kommt. So, das ist... Ja, es ist halt nicht nur Zufall, sondern auch ein bisschen Trainingssache. Okay, aber wir wollen ja trotzdem keinen Sport. Nee, genau, es geht nicht um Hochleistungssport. Aber ich finde, es ist immer ganz gut zu wissen, dass das übbar ist. Mhm. Also, dass es eben nicht darum geht, so dieses, ach, ich ejakuliere halt nicht, dann wird das wohl nie was, sondern üben, üben. Stimmt, es hat diese 2 Seiten. Man sollte, wenn man Lust hat, einfach damit rumprobieren, aber sich nicht stressen. Genau. Hier habe ich die 2. Frage gefunden zum Ejakulat. Von der Petra, die heißt, mein Ejakulat riecht stark nach Urin. Aber das ist es nicht, oder? Auch da kommt es wieder auf die Menge drauf an. Weil es tatsächlich immer eine Restmenge Urin gibt, die in der Harnröhre und die auch irgendwie in der Blase selbst ist. Und wenn sie jetzt sehr wenig ejakuliert, dann kann es sein, dass eben der Urinanteil doch relativ groß ist. Aber es ist auch, also auch bei Männern würde man jetzt nicht sagen, bloß weil das Ejakulat auch durch die Harnröhre kommt, so dann ist da wohl ganz viel Urin dabei, sondern das wird so als Randerscheinung in Kauf genommen. Und da wieder würde ich auch empfehlen, mehr trinken, weil Urin sollte nie stark riechen. Das ist einfach, also auch am Tag, also morgens natürlich, nachdem man die ganze Nacht wahrscheinlich irgendwie ihn gesammelt hat, aber über den Tag sollte er nie stark riechen. Okay. Hier gab es auch noch irgendwo eine spannende Frage zum männlichen G-Punkt. Der männliche G-Punkt, ja. Der ist diesmal jetzt weggelaufen. Warte mal. Na, sie wird kommen. Sie ist weg. Ich sage einfach so ein bisschen was dazu. Genau, sag doch, genau, bitte. Gibt's also, den? Das wäre doch dann die Prostata. Genau. Ja, okay. Und deswegen, also manche sagen, es gibt die weibliche Prostata und die männliche. Andere sagen, es gibt den weiblichen und den männlichen G-Punkt. Es ist tatsächlich dasselbe Organ. Es anders zu stimulieren als der Frau. Man muss dazu entweder von außen tatsächlich im Dammbereich stimulieren oder man stimuliert halt durch den Anus und das ist für die meisten Männer nochmal so ein Tabuthema, anal sich stimulieren zu lassen, in den Anus eindringen zu lassen, braucht auch Entspannung und ein bisschen Übung und diese Bereitschaft dafür. Und es ist aber von den Männern, die das erlebt haben, ganz häufig, dass sie sagen, es ist nochmal so eine Öffnung in eine neue Welt. Also das ist ein Erlebnis ist, was gar nicht mit dem aktiven genitalen Sex, wo der Penis halt in die Vagina eindringt, zu vergleichen, weil es ja auch genau die entgegengesetzte Erfahrung ist, nämlich selbst mal das zu erleben, wie das ist, wenn in einen eingedrungen wird. Und dementsprechend sind die Orgasmen auch von einer ganz anderen Qualität.
Und das ist auch beim G-Punkt ja so, die Nerven, die stimuliert werden, sind halt andere. Also die Klitoris ist mit anderen Nerven verbunden als der G-Punkt. Und natürlich fühlt sich das anders an. Also ob ich mich jetzt am Ohrläppchen reibe oder am Finger, das fühlt sich anders an, weil das andere Nervenbahnen sind, die dann beim Gehirn ankommen. Und das ist immer eine Bereicherung. Und man kann es ja alles miteinander kombinieren auch. Das gibt dann einfach einen bunteren Strauß von Empfindungen im Gehirn. Okay, Mut zum Experimentieren. Hier wäre sie gewesen, aber ich glaube, du hast sie beantwortet. So, was haben wir noch? Hier so eine anatomische Frage von der Rosi. Welche Drüsen im Kopf steuern die Verbindung mit dem G-Punkt? Spielt der Hypothalamus eine Rolle? Also die Verbindung mit dem G-Punkt würde ich jetzt bei den Drüsen, wüsste ich nicht, kann ich nicht ausschließen, dass es eine gibt. Die verschiedenen Nerven, die halt irgendwie im Gehirn ja alle landen und dementsprechend steuern, die sind nochmal relevant. Und es ist relevant, in welchem quasi, welches Nervensystem aktiv ist. Also wir haben halt dieses, sehr vereinfacht gesagt, so das Nervensystem, was für Flucht oder Kampf zuständig ist oder das für Entspannung und Regeneration. Und der G-Punkt ist halt viel ansprechbarer, wenn ich als Frau in dieses Nervensystem quasi angeschaltet habe oder in dem Zustand bin, dass ich entspannt bin. Weil dann die Reize tatsächlich auch überhaupt beim Gehirn ankommen können. Gerade bei Frauen ist das so, dass alle anderen sexuellen Impulse stark unterdrückt werden, wenn ich an sich gestresst bin. Und Stress kann sein, dass das Licht falsch ist. Also das heißt nicht immer Lebensgefahr, wenn das so Nervensystem auch auf diese Reize ursprünglich mal gepolt war. Aber es kann wirklich einfach so was Kleines sein wie falsche Geräusche, falsches Licht, dass dieses Nervensystem aktiviert wird. Und die schalten sich gegenseitig aus. Das heißt, ich kann nicht beide haben. Und wenn der Stress erstmal aktiviert ist, nimmt die Wahrnehmungsfähigkeit und auch dieses sich selbst mit dem Körper verbunden fühlen ab, wenn man dann halt in Alarmbereitschaft ist. Deswegen braucht man tatsächlich diese Hormone, also wenn mit Drüsen halt auch diese verschiedenen Hormonzustände gemeint waren, die halt dann über diese Nervensysteme aktiviert werden, sind, das spielt eine große Rolle. Das ist dann manchmal dieses Gefühl, warum spüre ich jetzt plötzlich nichts mehr? Da ist auf irgendeine andere, auf einen anderen Kanal geschaltet vom Genau, Gehirn. So kann man das schon sagen. Hier ist jetzt gerade noch eine Frage reingekommen zu dem Ejakulat, deswegen nehme ich die gerade noch von Sunny. Hat man nach den Wechseljahren weniger Ejakulat? Nicht per se. Also es hat nicht was miteinander zu tun. Es hat häufig eher was damit zu tun, wie gut diese Drüsen trainiert sind. Also auch da gibt es so eine Art Übungseffekt, den Frauen mir berichtet haben. Warum das so ist, kann ich nicht sagen, aber dass Frauen einfach immer mir gesagt haben, so ja, ich habe quasi angefangen mit der G-Punkt-Stimulation, nachdem ich mich lange nicht drum gekümmert habe. Und dann erst mit der Zeit habe ich zu ejakulieren gelernt und dann wurde es auch mal mehr. Und das, also es muss nicht so sein, aber das, nach meinem Wissen hängt das nicht mit den Wechseljahren zusammen. Und da kann man auch immer noch anfangen. Ja, üben. Definitiv. Gut, jederzeit. Super. Genau. So, hier haben wir eine Frage von dem Thomas. Ich liebe es, meine Freundin zu verwöhnen, weil es mich wirklich anmacht, wie der weibliche Körper reagiert. Aber wie finden wir gemeinsam zum G-Punkt, ohne eine wissenschaftliche Aufgabe daraus zu machen? Das klingt so ein bisschen so, als würde er befürchten, dass es dann keinen Spaß macht. Ich empfehle tatsächlich aber immer auch zu forschen. Also diese Haltung, also nicht zu erwarten, dass das erste Mal den G-Punkt finden gleich irgendwie der Supersex wird, sondern mal so ein bisschen zu tun, als wüsste ich noch nicht, wie es funktioniert. Und das kann freundlich sein, das muss ja nicht trocken sein und man muss nicht das Neonlicht einschalten. Das ist der nächste Schritt. So. Genau, sondern das ist schon ganz gut, vorher einmal zu lesen und zu gucken. Aber dann ist es tatsächlich auch eine entspannte, forschende Haltung. Und es muss deswegen nicht unsexy und nicht unromantisch sein, aber diese Erwartung zurückzunehmen, dass gleich irgendwas passiert. Und in dem Moment, wo ich ihn überhaupt finde. Und das ist nach meiner Erfahrung, geht das relativ schnell. Also wenn man wirklich eben einfach im entspannten Zustand die obere Vaginawand der Frau wirklich mit dem Finger nach innen geht und fühlt, wo sich die Oberfläche verändert der Haut, dann hat man den G-Punkt. Und das heißt nicht, dass es sich sofort super anfühlt für die Frau. Aber dass es einen Unterschied in der Oberfläche gibt, das ist relativ schnell zu finden. Und dann ist tatsächlich der nächste Schritt so, was mache ich denn damit? Und da geht es eben auch weiter mit dem Forschen. Da gibt es unglaublich viele verschiedene Grifftechniken. Aber auch da kann man nicht davon ausgehen, dass bloß weil ich jetzt ein Buch lese, dann weiß ich. Sondern das Üben macht immer noch den entscheidenden Schritt.
Genau, das war das Stichwort. Wir wollten mindestens eine Technik zeigen. Ja. Yeah. Genau, du hast ja so eine super hübsche Muschi dabei. Ja. Herrlich. Ich finde sie total schön. Das ist also eine Plüschvagina, wo man wirklich irgendwie auch mal gucken kann, wo liegen die einzelnen Teile. Der G-Punkt ist hier ganz süß mit dieser rosanen Knospe, so ein bisschen im Inneren dargestellt. Und klassischerweise ist es halt so, wenn ich jetzt quasi da reingehen würde an der Seite, gehe ich jetzt einfach mal längs, dass ungefähr das zweite Glied des Fingers ungefähr auf der Höhe werde ich mit der Fingerspitze schon den G-Punkt finden. Und wenn ich da reingehe, kann ich halt alle möglichen verschiedenen Griffe machen. Was wir gerade schon auf der anatomischen Zeichnung gesehen haben, ein Griff, der nochmal ganz speziell ist, wenn ich mit einer Hand in der Vagina bin und mit der anderen von oben auf das Venusbein der Frau drücke. Das heißt, ich kann, ohne jetzt viel zu bewegen, kann ich aber einfach Druck von beiden Seiten ausüben. Und der G-Punkt ist nach meiner Erfahrung mehr auf Druck und langsame Bewegungen empfänglich, als jetzt auf schnelle, große Bewegungen, sondern dass die kleinen Bewegungen häufig schon die am schönsten oder die genussreichsten sind. Was der Klassiker ist, ist immer diese Komm-her-Bewegung. Also wenn ich einen oder zwei Finger nehme und tatsächlich in der Vagina auf dem G-Punkt, wenn ich ihn gefunden habe, so leichten Druck ausübe. Das ist der Klassiker. Das ist nicht das Einzige, was man machen kann, aber eine, die man sich definitiv merken kann, die für die meisten Frauen ganz wunderbar funktioniert. Genau, in dem Buch stehen noch viele tolle andere. Genau, und dann wollten wir auch ein paar Spielzeuge zeigen, die für den G-Punkt gut funktionieren. Für den Anfang würde ich immer sagen, Finger, das sind einfach wunderbare Feedback-Werkzeuge. Das ist auch, weil man denkt, das ist nicht das Bequemste und die Spielzeuge sind wunderbar, um es sich auch bequemer zu machen. Aber am Anfang immer mit den Fingern anfangen, weil du, wenn du dann mit dem G-Punkt spielst, klareres Feedback kriegst. Und der verändert sich ja auch noch im Laufe der Stimulation. Das ist ja auch nochmal das Spannende bei dem, dass wenn die Frau erregter wird, wird der besser durchblutet, wird prominenter und wird in der Regel auch noch empfänglicher. Und das sind Sachen, die auf alle Fälle gut bekannt sein sollten, bevor ich mit irgendwelchen Spielzeugen anfange. Und bei Spielzeugen, das sind so die Klassiker, die so Krümmungen haben, werden halt eben häufig auch mit diesem Namen G-Punkt-Spielzeug beschrieben. Und da gibt es eine große Varianz an verschiedenen. Das hier ist jetzt eins aus Glas, das kann man wunderbar auch aufwärmen. Wenn man jetzt denkt, Glas ist doch ein bisschen kalt, kann man einfach unter warmes Wasser halten und aufwärmen. Oder es gibt dann halt die aus Plastik, die auch vibrieren können. Das hier ist auch so ein Klassiker, wo man auch schon sieht, die Biegung trifft den richtigen Punkt. Und was ganz wunderbar ist, das kann ich als Frau selbst benutzen. Das heißt, ich kann es hier festhalten. Es hat irgendwie die Bedienelemente gleich so, dass ich auch noch drankomme, auch wenn die Finger vielleicht ein bisschen glitschig vom Gleitmittel sind. Gleitmittel haben wir jetzt nicht hier liegen, ist aber auch eine ganz wichtige Sache. Weil meistens, wenn ich mich mit dem G-Punkt länger beschäftige, die Körperflüssigkeit einfach nicht ausreicht. Das fühlt sich dann irgendwann nicht mehr so toll an. Oder? Ja, und das erzeugt dann Reibung, die nicht mehr angenehm ist und wo dann auch irgendwie eher so eine Reizung der Haut geschehen kann, dass man irgendwann denkt, nee, einen Tag versucht und drei Tage lang überhaupt gar keine Lust mehr auf irgendwie Berührung. Dann hat man irgendwie das Gleitmittel vergessen. Okay. Und Eier sind auch gut. Genau, also Eier sind sowieso auch was ganz Wunderbares. Diese Eier sind ganz schlicht und ergreifend auch zum Beispiel gut, um den Beckenboden zu trainieren, was ich vorhin schon erwähnt hatte, weil sie durch das Gewicht quasi wie so eine Hantel wirken, dass der Beckenboden, wenn der jetzt quasi drunter wäre, so wenn das der Körper der Frau ist und der hier nach unten abgeschlossen wird, hält der Beckenboden ja unsere Organe davon ab, nach außen zu fallen. Also ganz simpel gesagt. Und dieses Ei, was in der Vagina getragen wird, gibt halt ständig kleine Stimulationen an den ab. Also, dass er sich immer wieder so ein bisschen um dieses Ei schmiegt, damit es nicht rausfällt. Das hier ist jetzt die größere Größe, die für Frauen, die einfach normal gebaut sind oder schon ein Kind bekommen haben, empfehlenswert ist. Wenn man die Beckenbodenmuskeln besser trainiert hat, dann kann man zu kleineren Größe übergehen. Nicht damit anfangen, weil das fällt einfach leicht raus. Und das ist dann eher die Erfahrung, die man nicht haben will, dass es plötzlich klonkert, wenn man irgendwo längs geht. Was die noch machen und was halt auch ganz nach meiner Erfahrung ganz wunderbar ist, ist, dass die auch, wenn sie in der Vagina getragen werden, immer die Wände der Vagina ein bisschen stimulieren und auch den G-Punkt, wenn man Glück hat. Und dass man einfach wie so einen leicht aufgeweckten G-Punkt hat. Der ist nicht stimuliert, dass man jetzt am laufenden Band Orgasmen hätte. Das wird manchmal bei diesen Liebeskugeln so als Reklame mit dazu gegeben. Sondern es ist einfach so, dass die ganz
also ganz sanft immer wieder in den kleinen Stimulus setzen. Und das ist sowas wie die auch ein bisschen die Aufmerksamkeit dahin ziehen bei einer Frau und dass der Schoßraum aufgewärmt wird. Und das ist ja gerade, ich finde, wir leben in der Welt, wo wir als Frau häufig fast vergessen, dass wir einen Schoßraum haben. Und da ist es super, wenn diese kleinen Erinnerungen immer wieder kommen. Und ich liebe die Energie sehr. Man kann sich über Steinenergie streiten. Manche Leute finden, die ist ganz spürbar, andere nicht so. Ich finde, die ist sehr angenehm und deswegen gibt es halt auch verschiedene Steine, die man nehmen kann. Und man kann, das hier hat so eine kleine Bohrung auch, für Anfänger ganz empfehlenswert, da kann man ein Stück Zahnseide durchziehen und dann ist es wie ein Tampon, dass man definitiv keine Sorge haben muss, dass dieses Ei irgendwo verschwindet und schwer wieder rauszukriegen ist. Es kann nicht verschwinden, aber es fühlt sich manchmal so an für Frauen, die ihre Vagina nicht so gut kennen, dass es ein bisschen Sorge macht. Und damit kann man noch eine Menge anderer Übungen machen. Da gibt es auch ein kleines Kapitel zu im Buch. Aber ich finde, es ist eines der wunderbarsten Übungen, um die Frau so wach und in Verbindung mit dem eigenen Körper zu bringen. So. Ja. Und habe ich das richtig verstanden? Eigentlich, wenn man so ein Ei trägt, muss man nicht aktiv was machen, sondern der Beckenboden arbeitet sozusagen von sich aus mit dem Ei. Ja. Das fand ich nämlich klasse, weil normalerweise diese Beckenbodenübungen sind ja, da sitzt man dann Kegeln, und strengt sich furchtbar an. Das klingt eigentlich irgendwie charmanter. Also ich trage es einfach mit mir rum und das geschieht. Und es gibt dazu auch tatsächlich noch dieses, also Kegeln ist ja immer dieses Anspannen, Loslassen, einen bestimmten Rhythmus, Atmen zwischendurch. Das machen tatsächlich viele Frauen nur sehr kurz. Und ein Argument dagegen ist auch, dass Kegeln so ein bisschen ist, als würde ich versuchen, meine Armmuskeln zu trainieren, indem ich einfach nur so mache. Mhm. Es fehlt das Gewicht. Mhm. Und das Gewicht ist genau das. Die wiegen weniger als 100 Gramm, aber das reicht für den Beckenboden. Und es gibt dann halt etwas, was zu tun ist. So, der Beckenboden muss sich ein bisschen anstrengen, aber nicht so viel, dass er krampft. Und das kann man steigern. Man kann die am Anfang irgendwie eher kurze Zeit, vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde rumtragen. Aber man kann die dann irgendwie nachher auch über Stunden rumtragen, wenn die Beckenbodenmuskeln sich dran gewöhnt haben. Immer darauf achten, dass man auch das Entspannen übt. Also es ist halt nicht nur das Anspannen, sondern auch das Entspannen. Was passiert, wenn man nur anspannt? Das kennen wir alle von den Schulternmuskeln. Wenn wir dann irgendwann so irgendwie zu viel Spannung drin haben, dann ist das kein Zeichen von Stärke und Genuss. Okay, cool. Dann... Genau, machen wir noch ein paar Zuschauerfragen. Genau. Die Frage hast du schon beantwortet, erreicht das Yoni-Ei den G-Punkt? Also immer grundsätzlich vielleicht? Es kommt immer ein bisschen auch darauf an, wo der G-Punkt liegt bei jeder Frau. Und es gibt Übungen mit dem Yoni-Ei, wo man das tatsächlich auch rauf und runter bewegt. Also das ist dann das Üben, auch irgendwie diese Muskeln. Nee, wo man das tatsächlich lernt, die Muskeln so zu benutzen, dass das Ei sich selbst, also dass es sich bewegt. Und da ist natürlich das durchbohrte Ei auch wieder super. Dann kann man an so einem Faden sehen, ob man das tatsächlich bewegt kriegt oder nicht. Und es ist nicht automatisch immer auf dem G-Punkt. Das ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Also manche Frauen werden das spüren, andere Frauen sagen, nee, G-Punkt war da noch nicht gesehen. Okay, aber wenn es sich bewegt, ist die Chance ja groß, dass das Ei irgendwo dann genau am G-Punkt vorbeikommt. Und das Bewegen ist aber schon ein bisschen auch eine fortgeschrittene Übung. Das gelingt zumindest beim ersten und zweiten und dritten Mal nicht. Bei den meisten Frauen, ja. Gut. Welche Stellung eignet sich besonders für die Stimulierung des G-Punkts, fragt Johanna. Super Frage, weil viele haben ja auch irgendwie das Gefühl, ja, wir wollen das ja integrieren in Sex. Kommt natürlich drauf an, dieses wie ist der Mann gebaut? Also das ganz praktisch, in welche Richtung zeigt der Penis eher? Und eine Stellung, die dazu passt, ist halt einmal fast für viele Frauen Doggy-Style. Also dass einfach der Mann quasi von unten nach oben stößt und auf die Art und Weise halt ein bisschen gucken kann, wann trifft er denn den G-Punkt? Aber also auch da wieder üben und probieren. Und eine Stellung, wo das irgendwie für viele noch ein bisschen noch mehr zu kontrollieren ist, ist halt die Löffelchen. Also das heißt, wenn man voreinander liegt und der Mann hinten liegt und auch da wieder die Position ja auch ein bisschen wechseln kann. Es kommt immer auf die Körpergröße auch an, aber das sind zwei Stellungen, die für ganz viele Paare gut funktionieren. Übrigens, also fand ich total klasse in einem Buch. Ich habe mir dieses Stellungskapitel vor ein paar Tagen nochmal durchgelesen und oft, es gibt ja so Bücher, wo nur Stellungen drin sind, wo man irgendwie immer denkt, so ich mache ja keinen Akrobatikkurs oder so oder will keinen machen, aber ich fand die so fantasievoll da drin, dass man echt Lust kriegt, das auszuprobieren. Also, Super. Ja, weil
keine Ahnung, du die Vorzüge ziemlich gut schilderst, glaube ich, die jede Stellung hat. Und weil es einfach so liebevoll geschrieben ist, wie eigentlich das ganze Buch. Also macht echt total Lust. Danke. Der Stefan fragt, was halten Sie vom Muttermund als erogene Zone? Ist ein ganz neues Thema. Das gerade in den Medien unterwegs ist. Gerade in den Medien, ja, ist ein bisschen hochgekommen. Aha. Ist total wichtig. Also es ist halt auch wieder G-Punkt, nicht nur eine erogene Zone, sondern ganz viele Frauen haben einen recht verhärteten Muttermund, der eben auch häufig, also sei es beim Frauenarzt, der da drin rumstochert und irgendwie auch nicht vorher Bescheid sagt oder nicht so sanft ist, wie er vielleicht sein könnte, sei es bei Geburten, wo die teilweise auch künstlich den Muttermund weiten. Also der ist bei vielen Frauen sehr traumatisiert, nicht traumatisiert im Sinne von Kriegsgefahr, Kriegserlebnissen, sondern von Berührungen, die dazu geführt haben, dass der sich unwohl gefühlt hat und in dem Moment halt eher verhärtet, eher zugemacht hat. Er ist eine Quelle für ganz viel, auch also diese sinnliche und eher stille Lust, weil da halt auch gerade wieder Nerven dran verbunden sind, die wunderbar funktionieren in dieser entspannten, regenerativen Phase und eine Art von Lust erzeugen, die nicht so gierig nach mehr oder nach dem Orgasmus ist, sondern die eher sich so ausdehnt. Und das ist, ja, ist eine große Qualität, den einzubeziehen. Er ist für viele eben nicht ganz einfach, den Muttermund so zu berühren, dass es angenehm ist für die Frau, ist für viele anspruchsvoll. Also einmal physisch, dass man wirklich drankommt und der dann ist aber halt auch ganz weit hinten. Genau, der ist halt wirklich ganz am hinten der Vagina, am Ende der Vagina. Und die Vagina verlängert sich ja auch noch ein bisschen, wenn die Frau erregt ist. Wird noch mal ein bisschen schwieriger, da dran zu kommen. Und gleichzeitig eben auch eine Technik zu finden, dass er so berührt ist, dass die Frau nicht schreit vor Schmerz. Weil das ist halt das, was viele Frauen auch kennen vom Sex, dass bei bestimmten Stellungen, gerade auch Doggy-Style, dann der Muttermund eher mit zu harten Stößen irgendwie traktiert wird und das Schmerz erzeugt. Und dann ist natürlich die Verbindung erstmal mit Schmerz und nicht mit Lust. Das heißt, dann muss man ganz sanft rangehen, wenn man dann nochmal loslegen will. Ja, genau. Die Kerstin fragt, hat die Länge vom Penis irgendeinen Einfluss auf den G-Punkt? Also nach deiner Antwort gerade eher, wenn man den Gebärmuttermund erreichen will, aber G-Punkt ist eigentlich recht weit vorne. Ja, und also hat nicht die Länge, sondern die Technik. Also je nachdem, wie tief ich stoße, bin ich am G-Punkt vorbei, bin ich irgendwie auf den G-Punkt zu und der Winkel. Also die Länge eher nicht. Das ist doch beruhigend. kann nichts schief gehen. Genau. Gut. So, jetzt haben wir relativ viel über Technik und Maße und so gesprochen. Aber so ein Hauptanliegen von dir ist ja eigentlich nicht die beste Technik zu finden, sondern guten Sex. Ja, definitiv. Ist ja alles nur Mittel zum Zweck. Genau, du sagst sogar, guten Sex kann man lernen oder vielleicht sogar noch mehr muss man lernen. Man muss was dafür tun. Ja. Ist ja eigentlich auch so ein Mythos, dass es im Bett entweder klappt, dann ist gut oder nicht, dann hat man Pech gehabt. Ja. Ja, erzähl doch mal was dazu. Ich finde, das ist einer der schwierigsten Mythen überhaupt, weil das so also in unserer Kultur verankert ist, so, dass automatisch, wenn du die richtige Person triffst, dann klappt Sex super und für immer. Und wir haben oft die Erfahrung, dass Sex am Anfang super klappt. Und es liegt dann aber in der Regel nicht daran, dass wir so wunderbar füreinander geschaffen sind, sondern dass wir die richtige Mischung Hormone haben. Und am Anfang kann der und die andere gar nichts falsch machen. Und es gibt halt auch einfach ein Fortpflanzungsprogramm, was auch anspringt, was halt uns irgendwie wirklich mit Hormonen quasi überschwemmt, die dafür sorgen, dass Sex total interessant und gut ist. Und das heißt aber nicht, dass wir das wirklich können, sondern das heißt einfach nur, wir hatten gerade die richtigen Hormone. Und dementsprechend erleben Paare halt auch immer wieder dieses, okay, irgendwann nimmt diese Verliebtheit ab, vielleicht ist Liebe da und es gibt eine Bindung zueinander, aber es fängt an, dann mit dem Sex weniger gut zu funktionieren. Und irrtümlicherweise denken dann viele Leute, ach, dann war es wohl doch nicht der Richtige oder doch nicht die Richtige und suchen das dann wieder mit dem nächsten Neuen und da passiert dasselbe wieder. Und das Problem aber dabei ist im Grunde, und das ist eher daran liegt, dass wir uns beim Sex halt einfach, wir kümmern uns nicht drum. Also viele Leute geben unglaublich viel Zeit und Geld für ihr Hobby aus, aber Sex soll einfach so vom Himmel fallen. Und das ist total absurd, finde ich. Das ist so ein bisschen ungefähr, auch da finde ich den Vergleich mit Essen wieder ganz gut. Wenn ich feststelle, ich esse gerne und dann stellt mir jemand alle Zutaten von dem letzten Gourmet-Mahl, was ich hatte, hin und erwartet jetzt, ich könnte ihm das wieder kochen oder so.
Natürlich nicht. Das muss ich lernen, das muss ich üben. Und selbst wenn die Zutaten alle da sind, also wenn der Traumpartner da ist, das heißt nicht, dass ich diese Zutaten so miteinander mischen kann, wenn ich nicht auch übe und nicht auch eingestehe, ab und zu geht es mal schief, mal was brennt was an oder wird versalzen oder irgendwas und das gehört dazu. Und unsere Kultur bietet das für Sex nicht so an, weil Sex irgendwie so in diese rosa Wolke gepackt wird. Andere Kulturen, wie eben zum Beispiel gerade östliche Kulturen, aus der Tantra auch kommt, die sind da viel nüchterner. Die haben einfach dieses, das muss man lernen wie alles andere auch. Und hier gibt es eine Ausbildung und hier sind ein paar Techniken. Und manche Techniken hören sich für uns sehr absurd davon an. Aber andere sind auch einfach sehr, sag ich mal, rudimentär. Dieses, es geht darum, sich Zeit zu nehmen, es geht darum, den Körper wirklich kennenzulernen und nicht auf der Jagd zu sein nach irgendwas, was wir irgendwo mal gesehen haben. Und ich glaube, dass es sich ganz viel lohnt, wenn man erstmal auch sich eingesteht, es könnte was besser sein. So, das ist immer der erste Schritt. So, das liegt nicht an mir, sondern es ist einfach so, dass ich das auch üben muss, darf, kann. So, ne? Und ich meine, Kommunikation ist ja ein wichtiger Teil davon. Auch dazu kam eine Frage, die, glaube ich, gerade ganz gut reinpasst. Lena hat gefragt, wie kann ich meinem Partner am besten im Bett vermitteln, dass ich eine Praktik nicht ausführen möchte? Also ich erlaube mir jetzt noch anzuschließen oder umgekehrt, wie kriege ich ihn dazu, dass er das macht, was ich möchte, ohne ihn irgendwie vom Kopf zu stoßen? Also schätze ich, dass das die Frage da drin ist, dass einer nicht rückwärts geht oder irgendwie Rückwärtsgang als erstes einlegt. Am einfachsten ist das in einer neutraleren Situation. Das heißt, wenn ich tatsächlich schon in einer sexuellen Situation bin miteinander, ist es in der Regel viel schwieriger. Also dann kann man natürlich auch Nein sagen und auch noch dazu sagen, es ist jetzt nicht, weil ich dich blöd finde, sondern das konkret gefällt mir nicht. Aber all diese Sachen, auch wenn es gerade um neue Techniken geht, ist immer besser, das in einer intimen und nahen und vertrauten Situation, die noch nicht sexuell ist, auszusprechen. Und ansonsten hilft tatsächlich Klarheit. Also das ist immer dieses Ich-Botschaften kommunizieren über mich und sagen, was ich mir wünsche und das eben auch nicht als Forderung, sondern als Wunsch. Und immer wieder auch zu bestätigen, so dieses, hey, ich finde dich toll und ich möchte das noch besser machen. Nicht, du bist ein Loser im Bett und deswegen irgendwie. Und das gehört ab, bedeutet aber auch, dass ich ehrlich sagen muss, wenn irgendwas für mich sich nicht gut anfühlt. Weil letztendlich ist das wieder eine Investition in die Beziehung. Wenn ich das jahrelang verheimliche und irgendwann stellt sich es dann doch raus und es stellt sich immer raus, dann ist es halt umso blöder für beide auch so. Weil klar ist, es ist eine, auf der einen Seite ist es ein echt unangenehmes Geheimnis geworden und auf der anderen Seite, wenn es irgendwann rauskommt, denkt der andere auch so, hat sie mir denn nicht vertraut? Hat sie nicht erfasst, dass ich doch irgendwie auch das Schönste für die Beziehung will und nicht nur eine abstrakte Technik, die jetzt vielleicht das ist? Und ganz wichtig ist bei solchen Sachen auch mal Vorschläge. Also eben nicht Forderungen, sondern Vorschläge, Wünsche, Einladungen. Und wenn es um das nicht geht, auch zu sagen, was denn vielleicht stattdessen, was ähnlich sein könnte, was vielleicht denselben Wunsch abdeckt. Aber manchmal lohnt es sich auch dahinter zu fragen, so, weswegen möchtest du denn das? So, was wünschst du dir oder was versprichst du dir davon? Und dann zu gucken, ah ja, da gibt es vielleicht auch noch A, B und C, was wir machen könnten. Und auf die Art und Weise entsteht ganz viel Nähe in der Partnerschaft. Also das ist so ein ganz schöner Nebeneffekt. Wenn man anfängt, sexuell zu sprechen, entsteht unglaublich viel Nähe. Und das fühlt sich oft schon so super an, dass die Technik dann ein bisschen in den Hintergrund tritt. Und das fand ich aber auch interessant, was du gesagt hast, dass man das eventuell oder am liebsten nicht im Bett macht, oder? Habe ich so richtig verstanden? Ja. Ich glaube, darauf beschränkt man das ja oft. Also Sex ist dann, wenn wir im Bett sind und dann... Entweder fügt es sich oder wir reden dann mal. Ja. Das heißt, man müsste sich eigentlich einen Space kreieren, außerhalb, vorher, nachher, ein andermal. Also gerade für schwierige, also schwierig nach der eigenen Erwartung Gespräche, macht es total Sinn, die Situation erstmal positiv und angenehm zu gestalten, aber eben noch nicht so sexuell aufgeladen. Weil wir alle empfindliche Egos haben, was Sex angeht. Und diese Zurückweisung, die wird halt nochmal verschärft oder multipliziert sich mit dieser Angst und mit dem, aber es soll doch schön sein. Und wenn ich eine Situation nehme, die all diese Aufladung nicht hat, dann lässt es sich viel entspannter reden. Und nach meinem Gefühl lohnt sich das auch. Also genauso wie man ja ein Buch auch irgendwie erstmal liest und nicht gleich währenddessen irgendwie so, ich blätter um, jetzt lass uns das nächste machen. Lohnt sich einfach. Ne? Ja, genau. Ja, das ist gut. Guter Tipp. Hier fragt die Madeleine, was genau macht ein Intimitätscoach, der du ja bist? Ja. Die du ja bist.
Die Aufgaben sind natürlich wieder ganz unterschiedlich. Letztendlich, ich habe es Intimitätscoach genannt, weil Sexualität Teil von Intimität ist. Aber das, was ich mache, halt auch nicht nur sexuelle Technik oder Anatomiewissen oder sowas einschließt, sondern auch dieses Intimität und Nähe ist was, was sich die meisten Paare als Grundsehnsucht in der Beziehung erfüllen wollen. Und wenn die da ist, dann kann alles andere da drin sein. Und es ist aber für mich immer wichtig gewesen, auch Sex aus diesem reinen Technikbereich rauszuholen, sagen, es geht an sich um viel mehr und um eine größere Dimension. Und es schließt in meinem Fall wesentlich in Beratung ein. Ich mache jetzt selten Tantra-Massagen, ab und zu gebe ich eher nochmal Anleitungen dafür. Aber ich empfehle dann auch gerne weiter, wenn ich das Gefühl habe, ah ja, es braucht auch noch das praktische Erfahrung. Und da kann ich natürlich aus meiner Position auch aus meiner Erfahrung sprechen. So, das, was halte ich da für wichtig oder wo könnte es längst gehen? Das heißt, man könnte zu dir kommen, wenn es mit dem guten Sex gerade nicht so klappt. Ja. Gut. Jetzt gucke ich mal gerade, was wir noch für wichtige Fragen haben. Die hatten wir schon. Das ist ein bisschen eine heftigere Frage. Was ist, wenn ich als Kind viel geschlagen wurde und mich bis vor kurzem sehr von meinem Körper entfernt hatte? Und gibt es in mir immer noch die Angst, mich voll auf einen Mann einzulassen, obwohl ich viele Beziehungen hatte? Aber beim Sex hatte ich immer die Handbremse an. Mhm. Mhm. Tatsächlich eine etwas tiefer gehende Frage. Es fängt immer bei mir selber an. Also als Frau muss ich in meinem Körper zu Hause sein, damit ich überhaupt jemand anders begegnen kann. Und das wäre auch das, was ich in dem Fall als erstes üben würde. Also dieses im eigenen Körper zu Hause sein. Und wenn jemand zu Hause ist, dann kann ich dem anderen in Schritten begegnen. Und auch, also es braucht auch mal wieder auch da die Kommunikation und dieses Reingucken, was passt gerade jetzt. Also Beziehung haben kann ja sehr unterschiedlich aussehen und auch Sex haben kann sehr unterschiedlich aussehen. Aber wenn ich Sex immer so gemacht habe, dass ich im Grunde genommen nicht anwesend war, weil ich selbst mit Anwesenheit das gar nicht hätte machen können und so mich also so ein bisschen entferne davon, um das nicht zu intensiv oder zu überwältigend zu erleben, dann ist die Gefahr groß, dass ich nie zu Hause ankomme. Und manchmal sind es halt kleine Schritte, die es braucht als erstes. Manchmal ist es auch therapeutische Arbeit, um überhaupt zu Hause ankommen zu können, mich selbst als sexuelles Wesen zu begreifen. Und ich glaube, die zweite Botschaft, die also auf die Antwort, ich kenne die Frau dahinter ja nicht, die ganz wichtig ist, ist immer wieder auch zu wissen, das ist nichts Schlimmes oder es hat nichts mit Schuld zu tun, so, dass es verkehrt wäre, so zu sein, sondern wenn es sich so anfühlt, dann ist es so und dann braucht es dafür angemessen die Schritte, die passen und nicht irgendwie, ja, ich habe dann mal eine Beziehung, aber es fühlt sich an sich nicht gut an. Das bedeutet immer wieder auch so einen Schritt über die eigenen Fähigkeiten hinaus und das schwierig, so auf die Dauer ist das dann in der Regel zu anstrengend. Und manchmal braucht es zwei Schritte zurück, um überhaupt dann einen Schritt wieder vorzumachen. Und ich glaube, das ist gut, das zu tun, egal zu welchem Zeitalter. Also ich erlebe das auch immer wieder, dass gerade in der Tantra-Massage Frauen oft über 50 sind, bevor sie in der Tantra-Massage das erste Mal so eine Berührung erleben. Wir sagen, ah ja, das kann ich jetzt wirklich genießen, so, da kann ich da bleiben. Und dann ist es halt der richtige Zeitpunkt dann. Mhm. Da geht es eigentlich um das, worum es immer geht, einfach wahnsinnig sorgsam auch mit sich selbst zu sein. Ja, ja. Das Selbstliebe ist immer der Anfang, bevor ich ja überhaupt auch wieder jemand anders lieben kann. Und wenn ich nicht in meinem Körper zu Hause bin, so, dann ist es auch schwierig, mir zu begegnen. Es ist ja auch weniger da, um begegnet zu werden. So, ne? Mhm. Was ich auch noch auf meinem Zettel habe, ist so diese Frage, wir sind ja überall permanent mit Sex konfrontiert, scheinbar auf allen Plakatwänden und auf Autos und auf, weiß nicht, Sägen, Motorsägen oder sonst wo. Das ist eigentlich schon fast absurd, denn eigentlich sind wir ja doch die meisten von uns noch wahnsinnig verklemmt. Mhm. Das berührt ja dann alle Themen, die wir jetzt besprochen haben. Wie experimentierfreudig bin ich? Wie kann ich kommunizieren? Wie gehe ich mit mir selber um? Ja. Wie kommt man da raus? Wie entklemmen wir uns? Ja, das ist total eine gute Frage. Ja, ich glaube, es braucht tatsächlich eine gewisse Ignoranz unserer Kultur gegenüber, in der viel übersexualisiert ist, aber es ist immer der Sex der anderen und er ist immer super.
Und dadurch fühlen sich so viele Menschen defizitär, dass sie denken, oh, die anderen haben alle den super Sex, nur ich kriege das nicht hin oder nur ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper oder ich will keine multiplen Orgasmen, ich habe noch nie mal einen so. Ne? Also das ist so diese Konfrontation damit, dass so von außen einfach total verzerrte Bilder an uns herangetragen werden. Und wenn ich die, solange ich die ernst nehme, kann ich nicht zu meiner eigenen Wahrheit kommen. Und ich glaube, mir ist das damals viel gelungen, weil ich in Kontexten war, wo dieses Ermutigende so steht zu dir so. Oder die Ermutigung auch ganz konkret, aber so, oh ja, wenn du das ausprobierst, so mache ich mit. Oder irgendwie geh doch mal dahin, da sind Leute, die wissen das und die unterstützen dich. Und ohne das, also alleine hätte ich es auch nicht irgendwie gekonnt im stillen Kämmerlein, sondern dass es tatsächlich diese Umgebung auch braucht und die sich zu suchen. Also es gibt sie definitiv, aber sie sind halt nicht zufällig da. Und das Entklemmen ist immer so ein Stückchen auch, sich irgendwann zu sagen, so dieses, wer ist mir wichtig so, ne? Will ich halt irgendwie Peinlichkeit vermeiden oder will ich jetzt irgendwie mal was ausprobieren, was vielleicht Peinlichkeit einschließt, aber ich tue es trotzdem. So ähnlich mit Angst auch. So, ne? Dieses, man soll die Angst nicht wegmachen, aber man soll es einfach mit der Angst und mit achtsam drauf gucken. So, die Angst ist ja oft total aufgepustet. So. Das fühlt sich nach Todesangst an. Und im Grunde genommen muss ich aber nur noch irgendeinen Gefallen fragen an der Supermarktschlange, an der Kasse des Supermarkts. So, ne? Aber es ist mir schon so peinlich, als wäre wirklich was auf dem Spiel. Und ich erlebe das immer wieder auch so. Scham ist halt was einerseits sehr natürlich ist, aber oft auch zu groß geworden ist. Und dass es sich lohnt, die Scham zu erleben, um zu merken, ah ja, irgendwann geht sie halt weg. Also es ist nichts, was man vermeiden muss, sondern man erlebt sie und dann merkt man, ah ja, ich kann mich hier jetzt 3-4 Mal schämen, aber beim 5. Mal wird es echt schwierig, sich für dasselbe nochmal zu schämen. Mhm. Und dann ist irgendwann auch klar, so okay, es gibt wie so eine Gewöhnung im positiven Sinne. So, dieses, ah, jetzt braucht man gar nicht so peinlich sein. Und das können so kleine Sachen sein, wie einfach mal in die Sauna gehen und den eigenen nackten Körper mitzunehmen und sich zu zeigen und zu merken, die Leute zeigen nicht mit Fingern auf mich. Aber das ist das, was im Kopf vorgeht. So, ne? Dieses, so wie ich bin ich nicht okay. Und ja. Da muss man durch. Also sich selbst. Ja, genau. An, aber ja. Wenn man weiterkommen will oder aufregende Dinge erleben, dann ja. Darf man sich da freundlich durchbewegen. Genau. Ja, guter Hinweis. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich wollte noch mal natürlich ganz kurz sagen, wie schön ich dieses Buch finde. Es ist, wie gesagt, das habe ich zum 2. Mal gelesen. Ich habe es natürlich schon gelesen, bevor wir es veröffentlicht haben. Und habe echt nochmal, das ist echt klasse und macht so eine Freude, zu sehen, wie viele tolle Ideen da drin sind. Also Stellungen habe ich schon erwähnt, aber auch die Techniken, über die wir geredet haben. Und einfach das Ganze drumherum zu diesem deinem Lieblingsthema, wie geht eigentlich guter Sex? Mhm. Ich lerne total viel, auch über Anatomie, da haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen. Eigentlich dachte ich auch, bevor ich das Buch gelesen habe, das interessiert mich eigentlich gar nicht so arg, die Anatomie. Aber als ich es dann gelesen habe, dachte ich, wow, ist gut, das zu wissen, wie ich genau eigentlich gebaut bin, weil man weiß es irgendwie immer nur so ungefähr so ja. Vom Biologieunterricht oder von dem, was man mal gehört hat, verrückt eigentlich. Also ganz viel Spannendes zu lesen und ich kann es sehr, sehr empfehlen. Und ich wollte noch einen heißen Tipp loswerden. Mein Lieblings-YouTube-Video von dir. Okay. Kann ich allen empfehlen, besonders den Frauen, aber auch den Männern. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall stellst du so einen riesigen Vibrator vor. Das ist der Magic Wand. Ja. Eines der ersten Dinge, die ich über dich oder von dir gesehen habe. Mhm. Und das ist irgendwie so eine herrliche Mischung aus irgendwie praktisch, sexy, humorvoll, alles, was man braucht eigentlich für Sex, finde ich. Danke. Und das war so nett, jetzt muss ich auch noch eine Mini-Anekdote erzählen. Als ich dein Buch vorgestellt habe, waren wir im Verlag immer so kleine Runden, da sitzen dann der Vertrieb, die Pressekollegen, Marketing. Und wenn wir die Bücher, für die wir uns in der Redaktion entschieden haben, vorstellen, dann überlegen wir uns immer, was zeigen wir denn von dem Autor, damit die anderen so auf Feuer fangen. Dann habe ich dieses Video gezeigt und das war so wunderbar, weil ich kenne es von früher. Ich war mal in einem anderen Verlag, wo wir auch Sexbücher gemacht haben und da war dann oft so, wenn es um das Thema Sex ging, plötzlich so, keiner sagt mehr was okay. Und man hat da so performt und hat das Gefühl, breitet sich eine merkwürdige Stille aus. Und diesmal war das so, das waren alle einfach nur wahnsinnig gut drauf danach. Also,
Also, herrlich, kann ich sehr ans Herz legen. Ich vermute, man gibt einfach Jella-Creme und was Magic Wand oder genau, Vibrator also bei YouTube, wenn man meinen Namen eingibt, dann findet man, glaube ich, alle Videos von mir und der Magic Wand ist eins. Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Highlight, oder? Meist geklickt. Ich habe es nicht angeschaut, aber, also ich habe die Klickzahlen ja nicht angeschaut, aber das ist sehr anschauenswert und vielleicht entdeckt man dann auch noch mal was, was man unbedingt mal ausprobieren muss. Ja, wolltest du noch irgendwas loswerden, was dir ganz wichtig ist, weil sonst würde ich den Abend beschließen. Mein Credo ist eigentlich immer am wichtigsten, dass es sich alles lernen lässt. Also, dass guter Sex lernbar ist und dass es viele Wege gibt und dass es eben nicht nur Techniken sind, sondern auch andere Aspekte. Und die sind auch alle lernbar. Also auch wenn es um Kommunikation geht, um innere Haltung, um Scham, um wie gehe ich mit Blockaden um, das ist alles lernbar und es lohnt sich. Legt los, genau. Tausend Dank für diesen wunderbaren, charmanten Abend, Jella. Ja, total gerne. Vielen Dank, dass ihr zu Hause dabei wart. Ich hoffe, ihr probiert jetzt tolle Sachen aus. Bis zum nächsten Mal. Danke. Genau. Tschüss. Tschüss.